Moin, Meister Talents Tentakel. In der einzig wahren Fullscreen-Aufnahme. Aber wir spielen in Challenge Mode in Pokémon Worldwide 2 Redux. Wir haben jetzt den ersten Orden geholt. Ja, wir haben Macholo verloren. Kurz vor dem Arena-Fight gegen Charon. Gegen Charon sind wir ohne Tod rausgegangen, was keiner Lucky war. Aber halt manchmal auch dazugehört, sag ich mal. Und generell sind unsere Encounter, die wir jetzt in dem Run haben, eigentlich ganz nice. Ich zeige euch mal eben das Team. Wir haben Ymir, das Petret. War ein guter Carry im Arena-Fight und definitiv auch ein guter Carry im Early-Game. Wir haben Loki. Ebenfalls kein schlechtes Pokémon. Vor allen Dingen, glaube ich, in Zukunft definitiv ein Pokémon, was gut Potenzial haben wird. Es hat auch ein gutes Wesen. Wir haben Unaware da drauf. Also generell ein tippitoppi gutes Pokémon. Wir haben Bursson, ja. Kann auf jeden Fall am Anfang ganz gut carryen, denke ich. Und wenn wir in die dritte Arena kommen, könnte der auch nochmal zum Match-Winner avancieren. Wir haben Frick, what the Frick. Das kam aus unserem Ei raus, wo eigentlich ja ein Baby-Pokémon drin sein sollte. Aber das ist gar nicht mal so verkehrt, weil das Ding hält ganz gut aus. Auch wenn es nur ein Ice-Type ist, Mono-Ice-Type. Hat ein solides Wesen. Auch wenn Minus-Special-Attack nicht so gut ist, aber Plus-Speed ist fein. Und wir haben halt noch soliden Move-Pool so allgemein. Ne? Ice-Shard, Icicle-Spear. Kann alles ganz gut carryen. Und ich glaube, ohne den hätten wir gegen Dodo Probleme gehabt, ne? Und hallo Alice, grüß dich. Und heute geht's weiter. Und heute bin ich motiviert. So, ich habe mir sagen lassen, dass die nächste Arena auch nochmal tough sein soll, aber dann das Spiel sich erstmal so ein bisschen einpendelt, was die Difficulty angeht. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Wir werden auch auf dem Weg dahin einige Encounter haben. Die nächste Arena ist eine Gift-Arena, das weiß ich. Was ich jedoch nicht weiß, ist, ob unser Team da so gut drauf eingestellt ist. Aktuell würde ich mal behaupten, nein. Aber gehört, wir machen in Pokéboot jeden Film zu 100%. Ich wollte das irgendwann mal auf meiner Schwarz-2-Edition machen. Mittendrin habe ich dann aber irgendwann aufgehört. Also ich würde sagen, wir können uns hier einen neuen Encounter holen. Das ist zwar keine neue Route an sich, aber das ist ja ein neuer Encounter-Teil. Hätte ich gesagt. Ah, Tier entwickelt sich und will Rock Smash lernen. Haben sie den Move gebufft? Haben sie, 55 Damage. Und droppt die Defense des Gegners. Das ist jetzt auch ein Fighting-Type, ne? Das ist jetzt auch ein Fighting-Type. Sehr cool. Heißt aber im Umkehrschluss, wir müssen jetzt auch vor Psycho-Pokémon und vor Flug-Pokémon aufpassen, ne? Okay, Doppelkampf auf jeden Fall schon mal. Da ist unser Psychic-Type. Der aber gleichzeitig auch eine Fee ist. Oh, wait, das war kein Gott in dem Sinne. Droppt mir jetzt ein nordischer Ring. Das ist okay. Mäßiges Wesen und es hat Filter. Reduces damage from super effective attacks. Der kommt also immer noch gut in Special Attacks rein. Ah, okay, das ist trotzdem huge. Auch wenn natürlich blöd ist, dass das Ding eine Fee ist. Hätte ich noch kurz leveln sollen? Vielleicht hätte ich noch mal kurz leveln sollen. Bonsly und Mr. Mime. Das ist gut. Not really, ne? Also Bonsly ist ein super großes Problem. Ein super, super großes Problem. Aber ich habe Headbutt. Da kommt kein Double Focus in den linken Slot. Da habe ich nämlich gerade ein bisschen Bammel vor. Scheiße. Hypnotize it 3 is seat 64 monet and dabei. Hey guten Abend Reggie Wave du zockst wieder Volt White Redux less than 3 Abbasid Van Eyck. Hypnotize, danke dir für den Reset. Willkommen zurück, Mann. Nergard ist seat 30 monet and dabei. Boa 30 are jetzt schön. Kommt mir vor wie gestern ALS du Dobu in der Meta-Weekly Optimum Cast. Drucker get raus. Ja, Dark Lords gegen, hier. Schicksalsfeen. Okay, er wird auf jeden Fall nicht den linken Slot wieder mit einer Gesteinsattacke fokussen. Das ist klar. Das heißt, wir wechseln mal auf Bursson und Headbutton wieder den linken Slot, aber das wird halt nicht reichen. Wir machen es trotzdem. Ich bin der schnellste Mann auf dem Feld. Headbutt kommt. Silkscarf, Headbutt. 50% Damage. Ja, sehr gut. Boah, das macht aber Schaden.
Headbutt. Den linken Slot. Oh, die machen aber Schaden, du. Ich kann nicht mehr so gut da reinwechseln, ne? Also, einen Rockthrow habe ich gut getankt. Und ich bin der schnellste Mann auf dem Feld mit ihm hier. I mean, Wechsel auf Tier, ist, ne? Ja, Wechsel auf Tier, ist. Und hoffen, dass der Headbutt Lombre killt. Ich sehe sonst keine anderen Plays. Ja, ich könnte alternativ auch flinchen. Aber es killt. Critical Hit. Der Safety Crit. Mir zeigt allen Hatern den Mittelfinger. Also Stab Headbutt mit Silk Scarf ist schon krass. Und Nuzleaf. Das ist echt scheiße. Dann müssen wir jetzt auf Loki gehen. Nuzleaf Headbutton. Oh, er ist das schnellste Mann auf dem Feld. Okay, mir hält das gut weg. Headbutt kommt. Der hat mir mein Item geklaut! Der hat mir mein Item geklaut! Der hat mir mein Item geklaut! Hallo? Oh no! Jetzt weiß ich nicht mehr, ob Dingens killt! Die Gesteinsschwäche, von der ich am Ende der letzten Folge gesprochen habe, die beißt mir gerade richtig in den Po, ne? Also eigentlich muss die KI jetzt wieder Rockthrow auf Loki drücken. Die Frage ist nur, was macht das Nuzleaf? Vielleicht muss ich auf Frick gehen. What the Frick? Ich glaube, ich muss auf Frick gehen. Den Nuzleaf-Slot müssen wir wieder headbutten. Kritisch wäre jetzt natürlich Rasierblatt-Crits. Erhöhte Crit-Chance, ne? Ich will es aber jetzt nicht beschwören. Payback? Payback für San Diego? Okay, das ist gut. Das heißt, einen Rockthrow müssten wir überleben. Das killt, okay. Eigentlich müsste Frick einen Rockthrow überleben können. Okay, ein Level-Up gibt es auch nochmal. Sehr gut. Das heißt, 3 KP mehr und 1 Defense mehr. Die Odds müssten für uns sein. Nice. So, wir gehen auf Headbutt, um Sturdy zu breaken. Und eine Flinch-Chance zu haben. Und wenn Tier jetzt eh safe reinkommt, dann müsste eh alles gut sein. Seht ihr? Deswegen haben wir sind wir auf den Flinch gegangen. Jetzt sind wir hier ohne Verlust durchgekommen. Manövriert wie ein VGC-Gott. Manövriert wie ein VGC-Gott, meine Damen und Herren. Ist das eine Trainerin? Okay, Leute, der Run ist over. Der Run ist over. Ich wusste nicht, dass das eine Trainerin ist. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht. Bong. Dass ich jetzt hier auch nochmal gecrittet werde, das war natürlich klar, ne? Dass ich hier nochmal gecrittet werde, das ist natürlich klar. Okay. Ah, ich hätte einmal auf Workup gehen können. Ich habe ein Plus 1 gemisst. Na. Drin bleiben können wir da eh nicht. Wenn wir jetzt ins Psychstrahl kommen, müssen wir halt Lachsäcken. Humming Voice ist noch okay, I guess. Headbutt Flinch it is. Headbutt Flinch it is, guys. Okay. Mit Chop. Okay, Leute. Wir könnten theoretisch auch notfalls auf Draupnir gehen, weil Draupnir eine vierfach Resistenz hat. Aber wir gehen erstmal auf unseren Vogel. Warte, Chop, wie viel Damage macht das? Hat eine erhöhte Volltrefferquote. Das ist schon viel, ne? Aber ich habe ihn schon einmal reingewechselt. Also, müssen wir durch. Yes. Also. Ich sag mal so viel. Der Tod wäre verhinderbar gewesen. Der wäre absolut verhinderbar gewesen, wenn ich gecrittet hätte. Und wenn ich natürlich meine Pokémon geheilt hätte. Ich wusste nicht, dass das eine Trainerin ist. Ich dachte, das ist ein NPC, der meine Pokémon heilt. Komm,
Gib uns was Gutes. Gib uns was Gutes. Wurde das gebufft? Let's take a look at my book. Also, Finion hat mehr Special Attack. Hat als Lumineon mehr Special Attack. Oh, okay, das ist krass. Von 69 Special Attack auf 105 hoch. Und von 91 Speed auf 102 Speed, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Also sieht nicht so kacke aus. Nur sieht es zum aktuellen Zeitpunkt kacke aus. Wobei der Psybeam lernt. Level 14 Psybeam für die Arena. Und Roost auf 18. Oh, okay, Leute, das Ding ist... Leute, das Ding ist nice. Sassy. Plus Spedef minus Speed. Und Storm Drain. Potenzial für Doppelkämpfe ist gegeben. Waylon. 16. Hätte ich vorher nochmal trainieren sollen? Nicht sicher. Was sagst du eigentlich zu dem Run bisher? Eigentlich ganz gut. Bin zufrieden. Sind wir gearscht? Wenn wir jetzt nicht tooten, sind wir gearscht. Das killt. Bong. Ach ja. Ich hätte trainieren sollen. So, jetzt hole ich mir aber mein Pokémon mal eben ab. Ein, was wird es sein? Ein Boden-Pokémon wird es sein. Ein schnelles Boden-Pokémon, was auch noch den Stahltypen vorzuweisen. Schnelles Boden-Pokémon, was den Stahltypen vorzuweisen. Wie gesagt, also was man direkt sieht ist, es kann kein Bedroher, ne? Naives Wesen, das heißt, wir können es Mixed spielen. Plus Speed ist nice. Hat Flashfire. Dann sieht das Team doch eigentlich ganz solide aus, wenn sich hier die zwei Pokémon noch entwickeln. Ein Charmander. Das Wesen ist schon Puke. Pflanze? Gift. Okay. Das war eine neue Animation ganz nebenbei. Das war die Breaking Swipe Animation. Oh, come on! Mann! Crit flache. Bong. Oh, ist das nervig, Mann. Ist das nervig. So BS, Alter. Ist. Game, Alter. Wirklich. Ich schwöre, ich hasse Gen 5. Gen 5 ist so ätzend. Flame Burst. Guter Switch. Wir machen einmal Power-Up Punch. Oh, das ist nicht gut. Into Brian. Oh Gott. Bitte, bitte. Sucker Punch ist fine. Ein Fighting-Type. Muss nur hitten. Richtig. Das killt. Oh Mann, Alter. Ich krieg wieder zu viel. Ich habe nichts, was das im entferntesten tanken kann und danach retaliaten kann.
ist eigentlich ist das Einzige. Ja, Aquajet, wenn ich jetzt misse, ist halt so. Aqua Punch ist okay, den überleben wir. Okay. Ja, ich hatte halt also keinen anderen Play, ich muss das so machen. Smokescreen ist halt Saki Saki. Nidorina. Uff. Krieg ich einen Burn? Das ist gerade ein Spiel mit dem Feuer. Poison Fang plus Poison Dawn killt mich jetzt, aber ich kann nicht rauswechseln. Okay, Glück gehabt. Also die KI ist in dem Spiel nicht so gut wie in Radical Red. In Radical Red ist die KI deutlich besser, aber ich will mich nicht beschweren. Ja, gut, dass ich Poison Point jetzt bekommen habe und nicht früher. Billy Joe. Level Cap ist 21. Ich habe eh nur diese 6 Pokémon. Das heißt, wirklich viel Auswahl haben wir nicht. Hätten wir vielleicht auch vorher machen können, aber das wäre ja auch langweilig, ne? Ein bisschen Nervenkitzel muss sein.